Hallo, ich heiße Magdalena und die beiden stellen sich jetzt auch kurz vor. Ich heiße Benjamin und bin 12 Jahre alt. Ich bin Michael und bin 14 Jahre alt. Also unser Team hat dieses Wochenende an einer Website gearbeitet und die heißt Calculator, weil das kommt vom CO2, dem Element, und Calculator im Rechner auf Englisch. Und unser Ziel war es, einen anderen CO2-Rechner als die quasi typischen CO2-Rechner zu basteln. Und zwar typische behandeln halt nur die Art, wie man wohnt, also Heizung und Fläche der Wohnung und so. Und wir wollen einfach generell mehr Bewusstsein schaffen zu den Online-Aktivitäten, die man halt macht. Und hier sieht man auch schon unsere Website. Auf der Startseite bekommt man die Möglichkeit, zwischen dem CO2-Fußabdruck oder dem CO2-Abdruck der Geräte zu auszuwählen. Also um die Treibhausgasemissionen der Geräte zu berechnen, muss man nur die Art des Geräts zuerst auswählen. Also wir hätten halt einen Laptop von 2011 genommen. Und ja, das hat halt einen sehr guten CO2-Abdruck, weil man benutzt ihn halt schon sehr lange Zeit. Und wir haben auch drei verschiedene Badges entwickelt. Die wurden von Michael designt. Und damit, das ist quasi eine kleine Belohnung, an der man sich erfreuen kann. Und mit den Tipps kann man auch nachhaltig weiter die Geräte behandeln. Also für die zweite Berechnung kann man die digitalen Aktivitäten berechnen und dabei wählt man einfach die Art aus, was man macht, also zum Beispiel Netflix-Filme schauen. Und Netflix zu schauen ist halt eher schlecht, weil die meisten Netflix-Filme sind halt in HD-Qualität und werden auch in HD-Qualität gestreamt. Und ja, genau. Noch zu unserem Team kurz. Unser Team besteht aus Michael, Benjamin und mir. Michael hat unsere Logos und Badges erstellt und wie Sie sehen, sind diese einzigartig. Benjamin ist der Kopf hinter allen. Obwohl er sich selbst neuen Herausforderungen stellte, hatte Michael und mir eine Einführung in die Basics des HTML-Programmierens gegeben. Die Recherche, auf denen alle Daten basieren, habe ich gemacht. Aus meiner Recherche ist auch die Formel herausgekommen, wie die Treibhausgasemissionen der Geräte berechnet werden können. Danke für die tolle Zusammenarbeit mit allen und an alle. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus